Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt letzte Kartoffelrüben ausladen und dann werde ich die Rübenernte zurückgehen. Über die Garage kann man sagen. Die letzten Rüben sind noch hier noch drin. Und dann werden wir uns um Mais kümmern. Erstmal den Rundkurs fertig machen. Und dann mal schauen, ob wir noch einen zweiten Fermenter hinbauen können. Einen dritten wahrscheinlich. Aber erstmal brauchen wir den Platz. So, das wird auch leer. Kontrolle mal, klar, ist leer, logisch, ne? Traktor. Ich glaube, da war noch drinne. Maus, Kabel, gehört. Gut. Muss ich mal gucken. Ist auch leer. Dann müsste der noch was drin sein, oder? Zu sehen sind keine. Da gut, paar noch drinne. Wollen wir nicht verschenken, ne? Na gut, die paar hätten auch nebenbei nicht festgemacht. Ja, raus damit. Menü, das Menü und geben die mal ab. Das war alles. Hat mich gefreut. Haben noch relativ schnell die Ernte durchgezogen und können jetzt um die anderen Sachen kümmern. Und so, jetzt können wir die Zeit wieder auf 5 gehen. Auf 5. So. Und als nächstes wir brauchen ein Fahrzeug zum Abfahren von Heckelgut. Der fährt ja im eigenen Rundkurs ein. Der Mais-Häcksler, ne? Glaspaket. Und das war ein Fahrzeug, wo wir das entsprechend reinbringen können. Das ist jetzt aktuell der LKW am besten. Und die anderen Fahrzeuge werde ich dann nach und nach ausladen und dann nachher schon mal einstellen, dass die ersten automatisch fahren. Ne? Sobald die erste Runde gefahren ist mit dem Glas. Ich glaube sogar, wir müssen den Kurs neu programmieren. Das wäre aber nicht das Problem. Dann könnte man von vorne anfangen und dann scharfkantig. Theoretisch. Theoretisch. Ja, die KI ist fleißig. Ich habe gleich Raps angebaut, falls wir uns da uns einfallen legen. Aber gut, ich gehe von aus, dass die Karte auf Kope so immer kommt. Spätestens so zu Weihnachten immer so, ne? Hoffe jedenfalls, ob das so ist. Das wäre die andere Geschichte. Lass mich überraschen. Ist nicht allzu tragisch, wenn nicht kommt, dann muss man halt flexibel sein, ne? Können wir ja notfalls im Frühling über Gras aussehen und dann wäre halt viel Grasarbeit, ne? Oder halt Sonnenblumen. Soja ist gut, das ist jetzt auch nicht reif geworden. Oder beziehungsweise ist war reif, aber durch Regen ist aktuell da die Ernte steht in den Sternen, ne? Also als Soja direkt zu ernten ist eigentlich jetzt nicht möglich. Und ist eher von der Vorhersage keine Möglichkeit, das entsprechend zu ändern. Na, hast du nicht ganz geschafft. Ja, gestern Abend habe ich aufgehört, wegen 14:15. Und jetzt ist es 3:30. Der Maler macht aktiv, ja. Muss ich überlegen. Wenn der nicht aktiv ist, kriegt er nichts rein. So,
Waldgefahr. Ja, Plan B wäre noch Holz als Schnitzel. Also Balken kriegt die keine rein. Das habe ich probiert. Das geht nicht. Schade eigentlich. Aber ist halt so, ne? Wenn jemand besser weiß und an der Stelle weiß am globalen Markt, wo man das machen kann, dann immer her mit dem Tipp. Denn Holz kann ich gebrauchen in der Markt, ne? Also da geht ja nicht ohne. Palettenproduktion, die muss ja laufen, ne? Und wenn ich hier für Holz habe, dann kann man es ganz gut auch hier machen, ne? Man muss ja nicht alles in der Marsch machen. So, das wäre der erste Fahrzeug. Ich weiß echt nicht, wo ich das Ding hinbauen soll, ne? Also das muss ja hier irgendwo, wo es nicht stört, stehen. Also hier wäre eine Option, aber das glaube ich ist knapp zu klein. Ja, darum oder hier, weiß nicht genau, oder oben bei den Silos, oder ich mache ein Silo in der Mitte mit Mais. Da hat nur einen Nachteil mit Mais, weil ja gut Deutsch, da muss man ja auch entsprechend alles wieder rausfahren, ne? Muss man sich mit dem Dings einspielen, mit dem Ladewagen, ne? Also in der Mitte kommt man ja ganz gut voll machen, ne? Theoretisch. Förderbänder weg, da kann man da reinfahren. Hau mal auf den Kurs gespeichert habe. Ansonsten muss ich dann nochmal ja, ungern, ne? Obwohl, ich könnte ja da hinfahren. Und dann nachher das hier vorne manuell wegnehmen. Speichern ist gut. Einsteigen. So. Hier machen wir mal Allrad. Und hier beenden wir gleich wieder. So. Hat keinen Kurs gespeichert. Gut, dann müssen wir mal zurückfahren. Auralfkurs ist ja ein bisschen gefahren worden. Also. Die anderen Fahrzeuge muss ich halt nach und nach umbauen. Wenn das hier mal läuft, einen Kurs noch einfahren für Silo, das kann ich ja probieren. Das mittlere, das kann ich ja machen, das ist ja packfrei, kann man sagen, ne? Und die äußeren, das bringt nichts. Ärgert man sich nur die Pest, wenn man das immer rausholen will und links und rechts. Also vor allen Dingen an Außenwänden packt es dann fest. Ne? Das ist schlecht. Warum das so ist? Ob das allgemein so ist bei den Silos in LS, der Durchfahrsilo jedenfalls, das weiß ich, kann ich bestätigen. Also, aber bei den Sacksilos sagen wir so, ne, wo man reinfahren kann, aber nicht durch, muss dann anders sein. Ne? So ein sauberer hier, ich sag gar nicht. Und ich wollte Körnermais machen normalerweise, extra die ja, Maisgebisse kaufen für die Dresche. Drei Stück angebaut und startbereit, mehr oder weniger. Ja. Das sieht übel aus. Ganz schlecht. Aber wir müssen mal sehen, dass wir ihn kriegen, ne? So, hier mal manuell. Das macht der hier normalerweise sonst. So, oh, ausfahren. Und dann mal schauen. Anscheinend, weil es hier zu hoch ist. Anscheinend. Hier muss ja ein Punkt sein, wo er nicht klarkommt, ne? Vom Schneiden her. Ich bin weit weg. Nee, da ist hart, da ist ungesund.
möchte ein bisschen mitnehmen, so ist ja nicht. Mein, verschenken möchte ich auch nichts. In dem Sinne, ne? Also nicht unbedingt. So, geht auch. Anscheinend ist es hier von der Schräge her ungünstig. Also eher ein Problem von der Physik im Spiel, ne? Also wenn das so schräge ist, hat man nicht geht, ne? Gut, das haben wir nicht mal erledigt. Ja, schmeißt mal raus. Gut, dann fahren wir wieder vorne und dann wieder runterfahren. Ne? So. Packern haben wir hier keinen, aber ich habe eine Marsch von euch angepflanzt. Mit einer Seemaschine. Haben sich gesagt Quatsch, aber gut. Das macht man eh alles, ne? So. Wie gesagt, der Kameter kann man erst Ladung rein. Da muss ich noch einen Kurs einfahren wahrscheinlich. Und könnte auch so rumfahren, ne? Gegensitz. Also das wäre glaube ich egal. Ja, was anderes, ne? Weil der kann ja nach links und rechts abkippen, also von daher ist es glaube ich klar. Weil die andere Runde ist schon eingefahren mit Autoreifen. So. Machen wir mal. So, Kursgenerierung. Feld 38, Vorgewende machen wir 4 wegen Wenden, das ist besser. Uhrzeigersinn gegen 9 Meter. Und darum. Eigenes Feld, Seite 1. So war das jetzt gleich. Wir machen heute mal scharf. Ob das gut ist, werden wir sehen. Generieren wir ganz kurz. Wir haben Ecken, Bäume sind immer ungünstig, ne? Aber gut. Ja. So, dann machen wir gleich mal hier. Das tausche ich mal wieder, also ist aber bei mir normal. So, Rechtspunkt und einstellen. Dann brauche ich jetzt aber einen Fahrer. Nehmen wir den hier vorne, das ist ja im Grunde egal, das war noch kein kleiner Traktor, aber ich meine, einer muss ich noch nehmen, ne? Der LKW ist da hinten. Den hole ich jetzt nicht. Und da können wir gucken, ob da ein Punkt ist und abladen. Ne? Also könnte sein, bin mir nicht ganz sicher, aber also, wahrscheinlich. Da sind wir. Und der macht jetzt die Aufzeichnung. Ne? Also, kann man schön sehen. Da kippt da hinten, das passt. Ich dachte schon, kippt woanders hin. Tempomat einstellen. Runter auf 10 und 3. Dann brauchen wir nicht mehr mit dem Gaspedal so friemeln, ne? Ich muss ihn nur lenken. Tja, das kann ein bisschen dauern mit dem Mais, aber gut, okay. Runde müsste ich normalerweise 2-3 haben, ne? Aber das ist, lohnt sich auch nicht. Normalerweise würde ich gerne was anderes nebenbei machen, aber mal sehen, erstmal die Sache rumkriegen.
alle verdichten zum Beispiel auf ein Silo oder so. Ne? Das so, die erste Runde fahren wir erstmal. Dann werden wir in Silo auch eine Strecke einfahren. 2-3, hätten wir 3. Flyer 4, mal sehen. 2 außen, 2 Mitte. Und dann 4 Traktoren einzuweisen. Dann können die drüber fahren. Ne? Mal sehen, wie es abkippt, das weiß ich noch nicht genau. So. Wir sind zu schnell, gehen wir mal runter. Das muss ja auch gehäckselt werden, ne? Muss man auch ein bisschen steigen. Rücksicht nehmen auf unseren Kursplay-Fahrer, ne? Wie heißt er noch gleich? Paul? Johannes? Oder männlich, weiblich? Kann man nicht erkennen. Sieht aus wie weiblich. Äußerlich. Dann heißt sie anders, dann heißt sie Pauline. Fällt mir gerade so ein. So viele andere weibliche Namen. So, ich habe ja fast voll, ne? Da geht nur 47.000 rein. Habe ich nur einen kleinen. Hier ist ungünstig, ne? Wir haben noch einen Ball zu legen. Den müssen wir bei Gelegenheit mitnehmen. So. Ups, hier nix. Machen wir die Innenansicht ein bisschen besser. Innenansicht ist gut. Der hat keine Innenansicht. Der hat nur, naja, man sitzt auch im Motorhaus ungefähr. Aber von der Sicht her ist es gut. Und Schauer, das soll es auch für die heutige erste Folge sein, für mich heute. Schon alle einen schönen Rest Montag. Ich hoffe, ihr habt die Wochenstart gut geschafft. Wer arbeiten darf und wer zur Schule geht, können frei. Dass alles rumgelaufen ist. Dann tschüss, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, man sieht sich dann wieder, ja, wenn ihr wollt und Lust habt. Ja, morgen zur selben Zeit. Kurzer Hinweis in eigener Sache, 10 Uhr. Ist jetzt bei mir 7 Days to Be. Erstmal so geplant. Von Montag bis Freitag versuche ich mal jetzt. Letzte Freitag war keine geschafft. Ja, ich versuche es mal und am Wochenende keinen zu haben. Zeitlich gesehen ist es nicht machbar, wegen Aufnahme und so. Und auch wegen Bearbeiten. Und ansonsten um 12 Uhr die Marsch und um 14 Uhr halt Thüringen. Wer möchte, kann überall reinschauen und wer nur, sagen wir, nur eine Folge gucken möchte, ist auch okay. Ja, würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Klar, das alte Thema. Wie gesagt, tschüss, ciao, bis denn und bis morgen. Vielleicht, wenn ihr wollt, Lust habt, ich bin da. Tschüss.